Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 17 The Journey. Und wir haben den nächsten Trainingstag mit Mr. Alex Hunter und wir üben heute mal wieder Standards. Our goal is to rise to the next level of a competition. So we must train our hardest every day. Andiamo. Andiamo. So, also mal los hier. Elfmeter und Elfmeter Timing. Ach so, die beiden Sachen sind dran, okay. Ui, Elfmeter kann ich gar nicht in dem Spiel bisher. Mal gucken, was das hier wird. Oh, ja, war gut, oder? Boah, Alter, willst du mich verarschen? Alter, Alter, warum schießt er denn so flach? Boah, und jetzt mal... Ich versuche einen Flachschuss zu machen und er ballert den da. Warte. Boah, Junge, Mann. Bist du dumm oder was? Warum geht das nicht? Also Flachschuss, dieser normale Flachschuss, den man hat, der funktioniert hier nicht. Neuer Versuch. Das war doch schon mal ein bisschen besser zumindest. Ja, kann man mitarbeiten. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, lauf an. Ja, genau. Ist okay, ist okay. Hau ihn einfach irgendwo hin. Zack, gut gemacht. Nein. Wie? Allein wie der Torhüter gelaufen ist. Exzellent haben wir schon. Ja gut, Bonuspunkte haben wir auch. Fertig. Nächstes Training. Elfmeter Timing. Triff möglichst viele Ziele. Je besser du bist, desto schwerer wird es. Okay. Jo, das Ziel habe ich schon mal getroffen. Nicht. Auch nicht. Alter, ich treffe kein einziges Ziel so. Joa, läuft, Alter. Hallo? Also das mit dem Anlaufen finde ich extrem nervig. Man muss immer erst einmal nach oben, bevor man dann... Boah, Junge! Was ist denn los mit dir? Ich verstehe es nicht. Ich lenke eigentlich nicht so weit nach links. Und jetzt macht er so einen, oder was? Alter Verwalter. Ja, ist klar. Gönn dir. Entweder Mitte oder er schießt dran vorbei. Entweder es liegt an meinem Controller oder ich weiß auch nicht. Oder man darf einmal nur kurz nach rechts lenken. So, nochmal. Yeah. Ich habe sogar schon aufgehört, nach rechts zu lenken und trotzdem macht er das. Also ich glaube, das geht mit meinem... Ich habe ja einen Logitech-Controller. Ich glaube, das geht hiermit nicht. Ja. Ah, immerhin nochmal drin. Oh, Junge, ich lenke doch nach links. Alter, willst du mich verarschen oder was? Immerhin noch mal einer rein. Jo, sogar mal das Schild getroffen. Ja, ey, das geht nicht. Links unten geht irgendwie nicht.
Geht nicht. Sorry, aber... Und das ist auch nichts. Gut gemacht. Immerhin gut gemacht. Das nehmen wir jetzt auch so mit, weil das bringt einfach nichts. Dafür ist das irgendwie mit meinem Logitech-Controller ein bisschen zu ungenau. Leider funktioniert mein PlayStation-Controller auf dem PC auch nicht vernünftig. Ich habe ihn zwar eingestellt bekommen, aber der grätscht teilweise einfach irgendwie, obwohl ich gar nicht grätschen gedrückt habe. Deswegen bleiben wir bei meinem Logitech-Controller besser als... Warte mal, was wollten wir als nächstes nehmen? Schießen haben wir schon. Was können... Dann können wir jetzt Elfmeter, ne. Also Elfmeter. Wie können wir die Präzision von Schüssen verbessern? Ne, von Freistößen, das brauchen wir nicht. Präzision von Flanken. Grätsche, wählen diese Anspruch, deine Grätschen zu verbessern. Ja, komm, Grätsche können wir verbessern. Weiter. Und es geht gegen Leeds United. Ja, das Training war ja diesmal nicht so dolle. Aber egal. Es war trotzdem exzellent und gut. Du bist in der Startelf und gehörst auch... Und da gehörst du auch hin. Lass es krachen, Junge. Alles klar, Mami. Alles klar, Mami. Ich werde dich nicht enttäuschen. So. So, wir haben ja das Grätschen verbessert, also machen wir jetzt erstmal direkt eine Blutgrätsche. In die Phrase rein. Huch. War ja mal gar nichts. Okay, keiner von uns will den Ball. Dann nimmt ihn halt der Gegner. Sehr schön. Sehr schöner Ball von Alex. Ja, schlechter Schuss. Schlechter Schuss von Armstrong. Boah, Junge, gib mir den Ball. Gib mir den Ball, Mann. Ja, da war ich noch zwischengegrätscht. Ecke. Leeds United. Ja, danke, Alter. Wirklich. Ganz ehrlich, dein Ernst. Ist das dein Ernst, frage ich dich. Also jetzt gibt's Backenfutter. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, Mann, Richie. Boah, ey, was ist denn hier gerade los? Ey, meine Mitspieler laufen nicht mit. Kann die noch nicht mal den Ball abnehmen, ne? Und jetzt lauft! Schlampen, lauft! So, Hunter. Jo, Elfmeter. Elfmeter! Mr. Alexander hat den Elfmeter rausgeholt, kein Ding. So, habe ich den schön ausgedribbelt, dann ein schönes Frustfoul. Pech. Dann gibt es halt Elfmeter. Den werden wir mal versuchen zu verwandeln. Junge. Aber wir haben ja gerade das Elfmeterschießen geübt. Von dem her müssen wir es ja jetzt können. Wuhu! Also rechte Ecke geht ja. Linke funktioniert bloß irgendwie auf meinem Controller nicht. Der Ausgleich. Ich hatte es angekündigt. Das gibt Rache. Wir müssen jetzt aufpassen, dass ich die nicht auseinandernehme, weil ich bin wütend über das Gegentor. Und schöner Steilpass von Mr. Alexander. Und da ist das. Das 2-1. Richie hat den Schuss echt noch gut hinbekommen eben. Hier, den Schuss. Also, dass der Keeper den echt nicht halten konnte. Und dann macht Hayden ihn rein. Und damit haben wir das 2-1.
Und Hunter macht ein gutes Spiel. Er hat nämlich das eine Tor ja quasi vorbereitet. Eingeleitet, könnte man auch sagen. Und das erste hat er den Foul-Elfmeter herausgeholt. Also läuft auf jeden Fall. So, sehr schön. Das war scheiße, weil das wollte gar kein Steilpass werden. Das sollte einfach ein ganz normaler Pass werden, aber er spielt den so wie ein Steilpass. Ah, der Schuss war auch schlecht von... die Vorlage war auch schlecht von Hunter. Boah, ey, Hunter verliert immer die ganzen Zweikämpfe. Nervt. Aber habe ich ihm schon Robustheit und das Grätschen und alles habe ich ihm gegeben. Trotzdem ist er in Zweikämpfen noch richtig schlecht. Und jetzt. Oh. Ja, vielleicht hätte ich noch ein bisschen näher ranlaufen können. Aber ich wollte es einfach mal aus der Distanz probieren. Ja, schön. Er verliert direkt wieder den Ball. Boah, Junge, stell dich doch nicht in den Weg. Na? Boah, jetzt passt er schon wieder weg. Ich will den Ball! Verdammte Scheiße, Alter. Das nervt manchmal so, wenn die ganze Zeit so dumm den Ball halten. Oh, zum Glück abgepfiffen. Das war gerade ein richtig jämmerlicher Steilpass noch von Alexander. So, Spiel fortsetzen. Zack. Da haben wir ihn wieder. Oh, schön durchgespielt. Leider war das nix. Ah, und da verliert Mr. Alexander direkt wieder den Ball, ey. Das war wieder ganz schlechte Ballannahme. War das echt ein Schuss? War das ein normaler Schuss? Oh, ganz schlechter Schuss, aber krass, dass er den so rübersemmelt, war schon jämmerlich. Aber egal, wir führen. Schade. Da hatte sich Hunter gut davon gestehlt. Na? Und der Keeper hat ihn. Und werf ihn ab, los. Zack, und jetzt geht's ab nach vorn. Leider Abseits, ja. Ich hab schon gesehen. Ich hab schon gesehen, war sau knapp, aber... Leider hat der Kollege jetzt so lange zum Abspielen gebraucht. Das war einfach das Problem. Sonst wäre er auch rechtzeitig angekommen. Oh, nochmal ein wunderbarer Pass von Mr. Alexander. Und er setzt ihn daneben. Verdammt. Schlecht, schlecht, schlecht. Alter, wie man immer ein für schlechtes Timing bekommt. Dabei wäre es unmöglich gewesen, da dazwischen zu kommen. Schöner Pass aus der Abwehr heraus. Direkt nach vorne zu Mr. Alexander, der sich hier durchdribbelt. Und der Flachschuss sitzt leider nicht. Und das passt in die Mitte auch nicht.
Und nochmal der Schussversuch, guter Versuch. Leider trotzdem nicht drin. Ich habe vorher nicht den richtigen Spieler bekommen. Was gibt das jetzt? Torwartfoul oder was? Oh man. Sei doch nicht so pingelig, Schiri. Na? Ja, komm. Ja, schlechter Schuss. Schlechter Schuss. Hätte ich vielleicht nochmal in die Mitte spielen können. Und nochmal Mr. Alexander. Er dribbelt den einen aus. Er dribbelt. Den zweiten nicht aus, aber dafür eine tolle Vorlage. Aber der Schuss geht leider wieder nicht rein. Irgendwie hau ich heute alles rüber. Aber vorlagentechnisch war das echt erste Sahne, was wir mit Alex Hunter in dem Spiel gemacht haben. Setz dich durch! Und da haben wir das 3-1 von Mr. Alex Hunter. Erstmal hier schön eingeleitet. Da hat sich Mitrovic richtig gut durchgesetzt. Und dann noch zu Alex gepasst. Und dann passt das Ganze wunderbar. Ja, Mann. Und wir sind auch wieder Man of the Match. Aber war auch irgendwie zu erwarten. Ich vermute sogar, dass wir selbst ohne das Tor Man of the Match geworden wären. Der Abwurf war jetzt nicht so geil. Huch. Das wäre ärgerlich gewesen, jetzt noch ein Ding zu kassieren, nachdem die ganze Zeit keine Chance hatten. Abpfiff. Das Ding ist durch. Und die Bewertung war sehr gut. Erziele in The Journey einen Transferwert von 80.000 Pfund, 8 Millionen Pfund oder was? 8 Millionen müsste es sein, weil wir waren schon bei 80.000 ist schon lange vorbei. So, Alex, Man of the Match. A special game for you? Or just another day at the office? Freut mich, ein Teil des Ganzen zu sein. Immer schön Anerkennung zu finden. Ich mache nur meinen Job. I'm just happy to have contributed today, Karen. This league is so competitive, the pace so fast. I just try to go out there every match and focus on playing my role for the team. Getting man of the match, that's just a bonus. A great string of games for you, Alex. Have you changed your approach at all? What's behind this good run? Ich würde sagen, ich mache das, was das Team braucht. Ich mache das, was ich brauche. Ich mache das, was der Trainer fordert. Ich mache mal das. Bisschen hitzköpfig sein geht auch mal. Wir müssen das immer in der Mitte halten, finde ich. Torschießen ist der leichtere Teil. Dann haben wir alles einmal genommen, passt. Ach nee, warte mal, habe ich jetzt ich habe zweimal ausgewogen genommen, ne? Ach, fuck. Sehr gut. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Warte mal, oder kommt hier noch irgendwas? Zack, zack. Nö. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein.